Hey, willkommen zurück zu Lufia. Okay, das war mal wieder eine Standardbegrüßung. Ich könnte eigentlich in nächster Zeit ein Intro gebrauchen, was mir das Ganze abnimmt, weil meine Vermutung war immer, Leute, die keinen Bock haben, einen zum neuen Part zu begrüßen, machen einfach ein Intro oder so. Nein, tatsächlich muss ich mir mal was Neues einfallen lassen zur Begrüßung. Mich regt dieses Hey, willkommen zurück zu König der Löwe oder zu Lufia ein bisschen auf. Aber das ist einerlei. Ich meine, der Part geht, hat erst 30 Sekunden und ich fange schon an, will zu quatschen, statt mich um die Story zu konzentrieren. Denn wir haben einen langen Siegelturm vor uns, wie ich gehört habe. Wir müssen auch erst mit den Alten quatschen. Es tut mir leid, Lisa ist noch in dem Turm. Ja, der Kampf ist noch nicht zu Ende. Marie, du bist nur an der Reihe. Willst du gehen? Ja, das ist meine Bestimmung. Mein Name ist Marie. Bringe mich zur Insel Inschel. Okay. Die Insel ist im Nordosten. Auf geht's. Das ist echt schwachsinnig. Warum nennt man die Insel Inschel? Oder habe ich es einfach doof ausgesprochen? Na egal, das wird jetzt wahrscheinlich identisch mit dem ersten Turm sein. Nur das, ja, ich weiß gar nicht, waren im ersten Turm Rätsel? Ich glaube nicht. Nordosten. Was passiert eigentlich, wenn ich in Nordwesten gehe? Kann ich da schon lang? Einfach nur so aus Neugier. Vermutlich kann ich das, okay, und es sieht genauso aus. Was mache ich denn da? Was Doofes. Ich wette, ich könnte da sogar hochrennen, aber dann würde nichts passieren, weil ich das blaue Mädchen nicht bei habe. Okay, wir haben hier viele Gänge. Welchen gehen wir zuerst? Erstmal rechts. Oh Gott, ich habe wieder Lufia längere Zeit nicht gespielt. Allgemein habe ich ja meinen Kanal in letzter Zeit weniger gemacht. Ey, ich will nicht kämpfen. Jetzt gerade nicht. Jo, das tut mir auch ziemlich leid, aber momentan habe ich auch so noch ein bisschen zu viel zu tun. Aber ich denke mal, so ab nächste oder übernächste Woche kann es dann endlich besser weitergehen. Vor allem sind dann auch neue Projekte dran, um die ich mich mal kümmern kann. Da bin ich auch froh. Ich habe ja schon seit Ewigkeiten Kid Icarus und König der Löwen und all die ganzen anderen Sachen. Okay, ein Gegner, den kann ich machen. Dunstdrache. Also wenn er Dunstdrache heißt, dann kann ich. Ach, das ist das alte Gequatsche bei mir während den Kämpfen. Das ist gar nicht nötig. Andere drücken es so, wie ich es gerade gemacht habe, weg. Ich reg's ein bisschen auf, dass wir so viele Gänge sind, weil ich will noch den Part fertig werden. Oh, den kenne ich ja doch aus letzten Part. Okay, wir können zuerst angreifen. Dann möchte ich doch mal mein Glück bei einem einzigen probieren. Oh Gott, ich habe die ganze Zeit gerade. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber muss man schon hier kleine Rülpser ausstoßen. Oh, und das klingt gut, aber er hat ja, glaube ich, so viel Schaden gemacht, dass er Seelan mit ein oder zwei Schlägen auch wirklich weghustet. Ja, guck mal, wir machen ihm noch so viel Schaden. Spätestens nächste Runde ist er weg. Ja, frühestens. Okay, dann. Ja, Frost ist ja eigentlich immer gut. Kann auch wirklich jeder. Ich weiß gar nicht, was Null darüber gemacht hat, aber egal. 250. 285. Okay, das ist super. So. Gucken wir doch mal. Was ich ein bisschen vermisse, sind Rätsel. Die kamen noch längere Zeit schon gar nicht mehr. Ich hab's ja auch schon gesagt, den Entwicklern gehen echt langsam die Ideen aus. Im letzten Siegelturm war nämlich kein Rätsel, soweit ich weiß. Eventuell dieses besiege den Gegner-Rätsel. Oder besiege alle Gegner. Höllenbote. Nein, tut mir leid. Oh, die dürfen zuerst angreifen. Und mich einschläfern. Krassen Angriff macht einen zufälligen Zustand und die können mehrmals angreifen. Ich bin so froh, jetzt zu flüchten. Oh Gott. Okay, Zauber. Also, die sind beide vergiftet. Ich nehme mal an, sie machen jeden Zustand, weil Vergiftung habe ich gerade nicht gesehen. So, was habe ich denn gegen Vergiftung? Ich glaube, in diesem ganzen Spiel wurde ich nicht einmal vergiftet. Oder wenn, dann sehr lange Zeit nicht mehr. Vielleicht am Anfang. Ey, ich will da lang. Ich greife zuerst an, dann kann ich auch zuerst fliehen, ja. So ist es besser. Ich kämpfe gegen jeden Gegner, aber nicht gegen die Höllenboten, weil letztendlich bringt die mir dann vielleicht genauso viel AP wie andere. Und okay, jetzt muss ich kämpfen. Nein, so gefällt mir es eigentlich nicht. Moment. Oh Gott! Wie ist denn Guy gestorben? Das ist jetzt nicht ganz gut. Oh Gott. Okay, dann muss ich erstmal Pause machen, Guy wieder beleben, weil es ist klar, dass ich diesen Turm ohne Guy nicht schaffen kann. So, der Typ kommt mir jetzt nicht noch einmal in die Quere, hoffe ich. Oh, meine Maus hat sich ein- und ausgestöpselt. Vielleicht kennt ihr ja schon aus König der Löwen. Oder aus anderen Parts.
So, und ich, wenn ich mich nicht recht irre, haben die Leute da instant tot oder so. Ich meine, sie sehen eigentlich auch völlig nicht danach aus, als könnten sie sowas anrichten. Ach egal, ich verbrenne sie. Sind Skelette. Skelette sind feuerempfindlich und lichtempfindlich. Terror. Hieß so der Angriff? Was? Okay, das sagt mir dann alles. Sie könnten einen, wenn die Chancen doch recht gut stehen, direkt töten. Also, alle, wenn es am besten läuft. Ist ja toll. Gab es nicht jemals gegen Todesschutz oder so? Pff, kein Plan. Oh, nur dabei ist super und ich weiß nicht, wie viel die aushalten. Na gut, dass ich, ja, nix ist gut. Vielleicht sollte ich meine Kraft erstmal auf einen konzentrieren. Und dann habe ich weniger Probleme danach. Donnersturm. Hm, das geht ja eigentlich alles noch so. Die Angriffe und so. Okay, die machen verschiedene Zustände. Sie haben Zauber und bla. Aber allgemein ist nur dieses Todesscheiß-Drecks. Attacke, ich hasse sie halt. Die ist das Schlimmste. Und wenn man es eigentlich auch genau nimmt, ist doch Guy eigentlich die nutzloseste Person, gerade in der Gruppe. Also damals war der Beste, aber mittlerweile ist es ja so, dass er nichts anderes macht, außer anzugreifen. Er hat nämlich keine anderen Angriffe. Irgend so ein Typ, den man eigentlich durch jeden ersetzen könnte. Und Seeland wurde aufgestuft und eine Treppe wurde... Ja. Hat auch was mit Stufen zu tun, also. So, dann gucke ich erstmal... Oh Gott, ich werde hier jetzt viele Gegengifte brauchen. Also Gift ist das Einzige, was verweilt nach dem Kampf. Das kennen wir ja. Oh, okay, das drückt jetzt nicht so gerade auf die MP-Blase, aber... Hm. Oh, boah, ich habe schon gehofft... Ich habe schon befürchtet, dass ich schon wieder einen Gegner hier erledigen muss, bevor es weitergeht. Gefällt mir jetzt nicht so dieses kampfintensive Lufia. Oh, jetzt gibt es schon wieder eine Abzweigung. Ich nehme einfach mal die Abzweigung, wo man direkt sieht, dass es eine Sackgasse sein könnte. Okay, das ist es aber nicht. Ach, und übrigens, an manchen Sachen kann man hier runterspringen, wie ich gerade auf den Rückweg bemerkt habe. Immer da, wo diese... Ich weiß gar nicht, man kann echt... Da sind keine Pfeile zu sehen. Ich meine, man kann hier runterspringen. Genau, immer da, wo diese komischen Gitterlöcher sind oder so. Wenn sie aber dann unmittelbar an dem Rand sind. Ich weiß zwar auch nicht warum, aber ist anscheinend so. Und, oh, Sackgasse. Das soll man hier nur unnötig verwirren. Na, ich habe auch eine Komplettlösung. Ja, ich schaue in die Komplettlösung manchmal. Nochmal gelesen, was also auf mich zukommt. Und das ist wirklich eines der letzten Sachen, die ich hier noch machen muss. Ich werde mich trotzdem nochmal nebensächlich nach Früchten und so alles umgucken. Das wahrscheinlich auch Let's Playen. Mal gucken, ob es überhaupt noch irgendwas gibt, was ich gebrauchen kann für den Endkampf und so. Und ich weiß auch gar nicht, warum ich hier jetzt lang gehe. Oh Gott, wir sind doch bestimmt gleich oben, oder? Du musst verstehen, für mich geht diese Spielrunde gerade länger als die Let's Play selbst, weil ich einen langen Rückweg hatte. Und Drache. Hm. Wir nehmen ihn von hinten durch. Ach komm. Immerhin kann ich zuerst angreifen. Oh Gott, da sind doch noch die... Die sind noch von der Vulkaninsel als Zufallsgegner. Da kann immer einer zwischen den Dunstdrachen oder so. Ja, okay, aber ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Sind auch jetzt gar nicht so wenig andere Monster als im letzten Turm. Nur diese Todesboote sind, soweit ich weiß, hinzugekommen. Und ich merke gerade, es lohnt sich doch viel mehr, einen Gegner einzeln anzugreifen, wenn es zwei zum Beispiel sind. Oder wenn es Gegner sind, wo man schon sieht, dass sie einigermaßen viel aushalten. Spart MP, spart... Das ist eigentlich perfekt. Und sorry, dass ich hier immer wieder vorspulen muss und damit... Ich weiß gar nicht, wie das ist für den Zuschauer, wenn man vorspult. Ich denke mal ganz gut, weil ich habe es selber schon gesehen. Ich meine, meistens denkt man sich nur, ach komm, wenn ich nicht vorspule, dann macht ihr es halt mit dem Regler. Und am Ende werdet ihr eh weniger zu sehen bekommen. Von daher, ich habe ja früher als Kind auch immer Pokémon gespielt, um als Trainer rumzulaufen. Also durch die ganze Umgebung. Die hat mich mehr fasziniert als die Kämpfer an sich. Weil ich damals, wie man schon kennt, als Kind immer nur ein Pokémon trainiert habe. Also überhaupt nicht die Gruppe. Das war natürlich strunzlangweilig, aber ich wollte auch nicht die Kämpfe. Will man natürlich nicht, wenn man nur ein Pokémon trainiert. Okay, aber so viel dazu. Ich gehe jetzt hin und ich nehme an, jetzt kommt der nächste Höllenfürst. Ein Höllenfürst, gegen den wir noch nicht gekämpft haben.
Natürlich Amon, was klar, der wilde Punker, wie ich ihn mal nenne. Es ist an der Zeit, dass ihr verschwindet, ihr langweilt mich. Das war's. Also der, guck mal, er hat außen grüne Haare, aber wenn man gegen ihn kämpft, hat er blaue Haare. Merkwürdig. Ich finde, der hätte ruhig einen längeren Dialog kriegen können, aber eigentlich ist das auch gut. Der quatscht nicht viel drumrum, er kämpft einfach. Trifft alle Gegner, wirkt besonders bei Gegnern, die den Donner fürchten. Amon, das hat irgendwas mit Donner zu tun, soweit ich weiß. Ich habe einen Schluck von meiner Eistee genommen. Deswegen würde ich sagen, dass Donner so ein Element ist und ich ihn damit nicht angreifen soll. Aber komm einfach mal, um die Logik des Spiels zu überprüfen. Oh, ich hoffe, das wird nicht zu hart. Ach geil, ist an der Reihe. Nur da war. Chaosbälle. Er ist der Herr des Chaos. Okay. Oh Gott, das ging eigentlich. Also die... Oh, er kann verwirren. Er stiftet Chaos. Stimmt, das ist natürlich sein Name. Und wenn Guy einen anderen schlägt, ist das nicht gut. Donnerschrei, genau da. Das gibt's nicht. Okay. Dann war ich wohl falsch mit meiner Vermutung. Och, nee. Okay, das ist natürlich mies. Das muss dringend kuriert werden. Weil ich glaube, oh doch, das geht von selbst weg. Na dann. Feuersturm. Besonders wirksam gegen Feuerempfindliche. Ja, das Samurai-Juwel. Sehr hart, das klingt gut. Ich mag hart. Aber nicht in den Arms, nein. Schluss mit diesem Gequatsche und ich finde die Musik eigentlich ziemlich geil. Muss ich sagen. Ja, die gefällt mir sehr. Ist das die Musik gegen alle Höllenfürsten? Ja, natürlich, natürlich. Oh Gott. Ich kann natürlich auch alle direkt mit Valor heilen und dann habe ich eigentlich direkt wieder voll. Der hat noch viele MP. Ich hoffe nur, dass er nicht viel aushält. Nicht so viel wie sein Kollege Gades. Okay, Gades ist echt eine Wurst. Aber leider weiß ich auch schon, ich habe es ja auch selber, den Anfang vom Ende habe ich mal beim Kumpel gezockt. Und ja, da weiß ich selber, dass man halt gegen alle Höllenfürsten antretet, so auch Gades. Und der ist total fehl am Platz eigentlich, weil er echt nichts mehr anrichten kann. So, Valor. Und natürlich kommt Valor zuerst. Der Heiler muss immer der Schnellste sein, ist logisch. Außer bei WoW, da muss der Tank der Erste sein. Naja. Das ist nur meine alte WoW-Zeit, also. Das wird man nicht so schnell wieder los. Frostfee, ja, ist gut. Aber allgemein ist Tank ja auch in jedem MMORPG zu finden. Aber ich habe wirklich den MMORPG abgeschworen, auch wenn ich StarCraft spiele. Ich meine, okay, das ist kein MMO, aber es hat einen ähnlichen Suchtfaktor, muss man zugeben. Das Schlimmste ist auch noch, ich interessiere mich für Diablo 3 und das ist wirklich WoW am ähnlichsten, würde ich sagen. Da sind echt sehr viele Elemente enthalten und ach, nochmal Samurai-Juwel. Was mache ich denn hier alles für Sachen? Und ja, nochmal Valor. Wobei, ich weiß gar nicht, ob das jetzt nötig gewesen wäre. Frostfee, oh Gott. Da steht auch Feen. Ich auch. 238. Ich will nicht diese tolle Musik für euch weg spulen. Ich könnte natürlich auch die Ingame-Tonspur unabhängig davon machen, wie ich rede. Und dann hört man in Wirklichkeit immer dieselbe Musik. Aber das würde echt ein Durcheinander geben, wenn dann die Fanfare erklingen würde. Ja, ich bin sicher, die Fanfare wird gleich erklingen. So schwer ist er gar nicht. Chaos Wave. Oh Gott, das wird ja immer schwächer, hört mir auf. Und verwirrt wird auch keiner mehr. Also irgendwie kriegt er mich damit jetzt nicht dran. Ach komm, wen soll das beeindrucken, Amon? Ah, er hat eine coole Rüstung, finde ich. Ich finde sowieso vom Char-Set... Ich weiß gar nicht, wie die Größenproportion der Chaosfürsten sein soll. Wenn ich gegen ihn kämpfe, sieht man ihn natürlich... 15 mal größer als meine oder noch viel größer. Na klar. 500 mal, nein. Man sieht ihn halt viel größer als meine Charaktere. Aber wenn man dann aufs Charset guckt, dann ist er vielleicht 2 mal oder 2,5 mal so groß wie meine. Das ist halt das Merkwürdige. Aber ich nehme mal an, die sollen ungefähr so wirken wie hier jetzt. Also sie sollen wahrlich Riesen sein.
Autsch! Oh! Da habe ich nie aufgepasst. Einzeln sind sie immer noch am stärksten. Also wenn einzeln jemand angreifen. Oh Gott, das ist natürlich doof. Das war echt nur jetzt Unachtsamkeit. Deswegen werde ich auch direkt mich heilen. Alle heilen, aber Seeland kackt eh immer ab. Seeland ist unsere Kenny, aber eigentlich ist das mittlerweile, hat sich das ausgeglichen. Es fehlt echt eine Attacke. Ich habe Seeland... Wie ging das denn? Kann Valor etwa auch wiederbeleben? Ich verstehe das nicht. Ich gucke mir jetzt mal den Tooltip von Valor an, ey. Man findet auch hier immer wieder was Neues in dem Spiel. Nicht zu fassen. Warte, Tooltip von Valor. Macht selbst die müdesten Helden wieder munter. Also so müde, dass man ewig schläft, oder was? Genial. Okay, wenn das wirklich stimmt, dann hätte ich doch auch meine toten Helden wiederbeleben können. Ich verstehe das nicht. Es ist auch nur ein Bug. Oh, Seelenbrecher. Es bricht Emps Seele am meisten. Hat er etwa die empfindlichste Seele? Okay, so langsam gehen die MP alle, aber... Habe ich nicht was, um die MP aufzufüllen? Das geht mir zu lange. Samu. Okay, da kann ich nichts machen. Ich muss das nochmal bei jedem machen. Oh Gott, warum ist er jetzt zuerst dran? Nein, M! Ach, Valor sollte ihn wiederbeleben, wenn es jetzt nochmal stimmt. Und M ist sogar nicht tot. Oh ja, der Effekt sieht aber auch ziemlich einzigartig aus. Okay, ist gut. Oh Gott, ich habe doch jetzt Samurai mit M gemacht. Was passiert, wenn er jetzt Samurai auf einen meiner Charaktere anwendet? Oh, tut er nicht. Er wendet gar nichts an. Er greift normal an. Stimmt, so ist das bei Verwirrten. Ah, Mann. Ich finde aber, so langsam könnte das zu Ende gehen. Wie wird es denn erst bei den anderen Höllenfürsten? Sollen die noch länger gehen? Also, das wird echt langweilig für euch nach einer Zeit, glaube ich. Wird da aber dann nicht langweilig, wenn er ständig meine Charaktere in Bedrängnis bringt. Ja, Frostfee, Frostfee. Stirb doch endlich. Oh, ich hab ihn. Ja, der verwirrte M hat ihm letztendlich seinen Todesstoß gegeben. Und dort verwischt er langsam. Naja. Nicht gerade beeindruckend. Okay, das war der große, protzige Amon und der verschwindet auch sogleich. Hast du ihn erwischt? Ich glaube, er ist noch einmal mit heiler Haut davongekommen. Wie denn bitte? Er hat sich aufgelöst. Oder war es wie der Schurke Vanish? Diese Schlacht wird nicht enden, bevor wir Daos, Erim und die Todesinsel zerstört haben. Stell dich bitte davor, M. Okay. Und was kriegen wir? Wir kriegen den Götterhelm. Genau. Als letztes kommt dann... Das Götterschwert? Lufia-Schwert. Ich fühle Lisas Energie. Geht jetzt, beeilt euch. Ach so, Lisas Energie. Du bist ja Marie und nicht Lisa, oder? Ich bin so froh, dass ich dich getroffen habe. Es gibt mein Leben einen Sinn. Oh Gott. Okay, dann hauen wir jetzt hier erstmal ab und hätten damit eigentlich schon, ja, die nächste Insel erledigt. Jetzt als nächstes geht, glaube ich, zu Inch, oder? Ey, das wollte ich jetzt nicht rein. Ja, zu Inch. Nicht mehr zu Inchel, zu Inch. So, ich tue noch einmal meine Helden hier ausruhen. Wir nehmen den nächsten Auftrag an und dann war es das erstmal für den Part. Ja, Vorspul. Ja. Clara, komm bitte hierher. Oh, er kommt gleich zur Sache. Er fragt nicht mal, ob es gut gelaufen ist. Nein, Clara. Nun bist du dran. Ich weiß. Mein Name ist Clara. Bringst du mich bitte auf die Insel Dash? Okay, Dash. Nicht Inch. Die Insel Dash liegt im Nordwesten. Boah, ich kann nicht mehr aufhören. Tut mir leid. Ich positioniere mich schon mal zur Insel, damit man alles perfekt hat. Oder eigentlich will ich den Part... Ja, das kann man nicht verhindern, weil das Luftschiff steht so doof. Ich will eigentlich jetzt genau auf 20 Minuten kommen. Gucken wir mal, ob es hier Zufallskämpfe gibt. Ah, okay, gut. Gucken wir uns doch einmal hier um. Es sieht alles wie der letzte Turm aus. Und der letzte, ach. Okay, zum Glück ist das der letzte Turm. Also, machen wir das noch eben und... Ja.
dann geht's gleich weiter. Geht's gleich weiter, genau. Bis gleich.